Liebe Naturgartenfreunde, liebe Wildpflanzenbegeisterte, heute machen wir etwas Tolles, das heißt Chicorée und ein tolles Rezept damit. Und ihr werdet verwundert sein, woher der Chicorée eigentlich kommt. Der Chicorée ist eigentlich die Wegwarte. Das ist ein Zichoriengewächs und das werden wir jetzt irgendwie einmal anziehen, weil wir möchten auch irgendwie leckeres Wintergemüse haben und das zeige ich euch jetzt in der Anleitung und dann geht es gleich zu dem Rezept und dann essen wir was Leckeres. Also der Chicorée, wir sehen den hier noch nicht. Ich grabe den jetzt mal aus im Naturgarten. Das ist irgendwie eine richtig dicke Wurzel, die wir da haben. Hier sind so ein paar Wurzeln gebrochen, das ist aber kein Problem. Seht mal, hier ist schon ein prächtiges Exemplar. Das können wir mitnehmen. Und wir werden noch viele andere ernten. Die gehen dann alle irgendwie in so einen 12-Liter Baueimer, hier kurz im Zeitraffer. Und dann geht es auch schon ab in den Keller. So einfach ist das aus der wilden Wegwarte, Chicorée zu machen. Aber stay tuned, so geht es weiter. Also, wir haben hier einmal so ein bisschen Salzwasser, damit desinfizieren wir die Stümpfe, damit es auch keine Pilzkrankheiten gibt. Wichtig irgendwie ein anderer Baueimer mit Löchern drin, der kommt oben drüber, weil diese Chicorée-Kerzen, die bilden sich nur unter absolutem Lichtabschluss, damit das dann auch schon so schön aussieht. Das sind erstmal nur so junge Triebe, die schneiden wir jetzt wieder ab, damit sich aus den Stümpfen große Kerzen bilden und wartet mal ab. Das war jetzt irgendwie nach 1,5 Wochen und jetzt nach 4 Wochen sieht das ganze Ding so aus. Ist das nicht prächtig? Also besser könnt ihr das irgendwie bei Edeka Tengelmann nicht kaufen. Und jetzt geht es ab zum Rezept. Ganz einfache Sache. Wir haben hier den Chicorée, den wir in dem Keller angezüchtet haben. Eine schöne von diesen Kerzen. Wir haben hier ein bisschen was Zwiebel, wir haben Apfel und wir machen daraus gleich irgendwie ein richtig geniales Rezept. Jetzt erstmal die Soße, den Dip, der nachher da drüber kommt. Und das ist einfach eine Mehlspitze mit ein bisschen was Senf drin. Ich tue das mal kurz beiseite hier. Mehlspitze, ist natürlich Mehl dran, damit das nicht klumpt, sollte es natürlich sofort untergerührt werden. Gerade wo ich jetzt die Temperatur hochgemacht habe. Zu dieser kleinen Mehlschwitze kommt ein bisschen so ein richtig fetten Löffel Senf dazu. Das macht die ganze Sache sehr fruchtig. Oh, ich liebe Senf. Kommt eigentlich nur noch ein bisschen Essig da dran für die fruchtige Note. Apfelessig in dem Fall. Und dann werden wir das einfach nur unterrühren, ein bisschen was verdicken. Und gerade bei den fruchtigen ist es immer schön, wenn da auch noch so eine Zuckernote dazu kommt. Deswegen haben wir hier noch unseren geliebten Birkenzucker. Da kommt auch kurz was dazu. Wir haben also so eine süß-saure Geschichte hier. Zwischendurch probieren. So möchte man das haben. Das ist fruchtig, packe ich jetzt hier. Jetzt machen wir eigentlich die Hauptzutat davon. Und das ist dieser Apfel. Ich habe irgendwie keinen runden Apfelstecher, deswegen habe ich das mit dem Messer gerade gemacht. Seht ihr mal, ne? Geht auch quadratisch, ne? Sieht gut aus. Gut, zack, ist das Häuschen raus. Und dann machen wir daraus Apfelringe. Und dann war es das auch schon. Damit wir irgendwie den besonderen Pfiff da reinbekommen, machen wir Wacholderbeeren da rein. Aber nicht so, sondern hier in unserer schönen Kaffeemühle habe ich die ein bisschen geschreddert. Und damit bestreuen wir diese Apfelringe jetzt. Zusätzlich mit ein bisschen von unserem Birkenzucker.
weil unsere Äpfel, das ist jetzt irgendwie so diese Süßnummer, die wollen wir auch richtig schön süß haben. Und den besonderen Pfiff da dran machen die Wacholderbeeren. Dann müssen wir das noch kurz ein bisschen andrücken, damit das Aroma, das machen wir einfach mit diesem Messer, damit das Aroma auch schön da reingeht, dass das wirklich in das Fruchtfleisch hier reingeht. Und das war's dann auch schon. Die ziehen jetzt so für sich ein bisschen. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zwiebeln, aber nicht viel, nur so ein paar Ringe. Damit wir so eine kleine Schicht haben, damit die Apfelringe jetzt nicht irgendwie gleich völlig zerbrutzeln, tue ich nämlich diese Zwiebelringe als erstes rein, dass wir so ein bisschen was wie einen Abstandhalter dazwischen haben. Der würde natürlich irgendwie viel zu schnell anbrutzeln. Und jetzt kommen auch direkt die Apfelringe rein. Ein kleines bisschen Abkühlung rein, nämlich Wasser. Und einen haben wir noch vergessen. Ein klein bisschen Öl danach. Wir wollen diese Apfelringe nur einmal kurz heiß gemacht haben. Ich rieche das schon hier. Ich rieche auch besonders die Wacholderbeeren. Die sind wunderbar. Ganz, ganz köstlich. Und in der Zwischenzeit können wir schon den nächsten Stoß an Zwiebeln machen. Den brauchen wir aber erst zum Schluss. Den packen wir jetzt beiseite. Keine Sorge, wenn das hier so dampft. Es wird jetzt von der anderen Seite auch ein bisschen was dunkler. Und die können jetzt durchaus ein bisschen erkalten. Ist gar nicht schlimm. Wir lassen in der Mitte, lassen wir so ein kleines Loch. Und was wir damit machen, das verrate ich euch gleich. Den Chicorée, weil es geht heute um Chicorée, den wollen wir kurz anbraten. Aber wirklich nur anbraten, also im Sinne von dünsten. Dazu schneiden wir den hier in so Scheiben. Ansonsten würze ich den Chicorée jetzt gar nicht, weil der hat ja schon so eine würzige Note. Da braucht es auch nichts anderes dabei. Und der wird jetzt eigentlich nur ganz kurz das zusammen mit ein bisschen Zwiebeln. Und das war's schon. Der kommt jetzt auch wieder auf unsere super schön angerichtete Platte hier. So ein bisschen als Drapierung. Und jetzt kommt der vorletzte Gag, nämlich ein kleines Bällchen Sushi-Reis. Kann man das sehr gut portionieren mit so einem Eisportionierer. Den machen wir auch kalt rein. Machen einmal dieses Bällchen. Packen das in die Mitte. Zack. Jetzt kommt erstmal unsere Mehlspitze mit dem Senf. Ich muss kurz probieren. Super gut. Und wir drapieren das mit unseren frisch angerösteten und süß gemachten Walnusskernen. So kannst du Chicorée wirklich zu einem Paul Bocuse-Erlebnis machen, weil
Du hast es im Keller fabriziert, deinen Chicorée, und er ist viel besser, als du im 6-Sterne, im 7- oder im 10-Sterne-Restaurant essen könntest. Jetzt kommen wir irgendwie zu diesem kleinen Reiskern, auch nochmal mit der Walnuss. Mir fehlen die Worte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das ist so wie, du machst in 5 Minuten eine Reise über den ganzen Globus und ich schmecke jetzt noch die Wacholderbeere durch. Das ist so eine geile Kombination. Euer Peter Lustig aus dem Naturgarten. Koch was Schönes für deine Freundin und besuch uns mal im Naturgarten. Wir sind echt ziemlich groovy und hier kannst du irgendwie eine schöne Zeit haben. In der Zwischenzeit kochst du einfach was Nettes und wir sehen uns bald. Euer Peter Lustig aus dem Naturgarten. Ciao, ciao.